Weißt du eigentlich, dass der Live-Ball noch nicht zu Ende ist, sondern immer noch weitergeht? Die Aftershow-Partys sind immer noch in vollem Gange. Mhm. Weißt du das? Nein. Und Alfons Haider wird jetzt für uns exklusiv berichten von der Aftershow-Party vom Live-Ball. Alfons, es ist ja der Ball der Toleranz gewesen. Frage an dich, lieber Alfons, gibt es Situationen in deinem Leben, wo du nicht tolerant bist? Ja, natürlich gibt es Gelegenheiten, wo ich extrem intolerant bin, wenn ich an die Abgaben auf mein Einkommen denke. Ja? Ich habe jetzt meinen Steuerbescheid bekommen. Es ist unglaublich, was mir abgezogen wird. Ne? Die Steuer, die Sozialversicherung. Was sagst du mir? Muss ich eigentlich auch Steuern zahlen? Jeder Mensch muss, aber ich zeige euch jetzt den Finger. Es ist ein Wahnsinn, wofür mein Geld verwendet wird. Ne? Für die Banken. Ja? Ich würde da gern jetzt ein Maschall auf mein Geld draufknallen. Ja? Mhm. Einen Ribbon, damit ich bestimmen kann, als Spende zum Beispiel, das geht jetzt in die Wissenschaft oder in die Kultur. So hätte ich das gerne. Ich bin ja kein Hirsch, dass ich da länger zahle. Ne? Oder in die Presseförderung. Man könnte zum Beispiel die Kronenzeitung fördern. Bitte bleib dort stehen und sag kein Wort mehr, Mirli. Das ist peinlich, was du sagst. Ja? Ich hole dich dann ab. Ja? Ist ja unglaublich. Nein, ich bin viel kreativer, lauter Kreative. Ich habe jetzt eine Weltklasse-Idee. Wir werden uns alle sammeln. Kommst du nicht in die Stadthalle? Dort wollten wir eigentlich hin, in die Stadthalle. Aber wir finden einen anderen Platz, wo wir Steuerboykottlinge uns finden. Ich suche jetzt noch ein Testimonial. Irgendjemand, der meine super Hallo. Idee nach außen bringt. Ah, da ist die richtige Nimm Person. Da ist die... Oh je. Na, Hallo. Conchita ist leider schon vergeben. So. Mit der Conchita ist Testimonial, kannst du einen Eskimo in den Kühlschrank verkaufen. Moment. So. Hans Knaus, du, kannst du dich noch erinnern an die eine Nacht, wo wir gesagt haben, wir reden nicht mehr drüber? Du tust mir jetzt einen Gefallen, ja? Nimm dem Typen die Kamera bitte weg, bitte. Nimm ihm die Kamera weg, filme mich. Hier da, ja, die genau. Kamera. Ja, nimm sie weg und filme mich, ja. Das ist schwer. Ja, gut, filme mich. Also, wir müssen was tun, ja, die SVA zum Beispiel, ein Skandal. Bitte, wenn Sie sich kurz anonymisieren, ganz kurz. Ja, anonym. Gut. Die SVA hat diesen Mann bis zur Unterhose hat sie ihn ausgezogen. Ist das nicht ein Skandal eigentlich? Ja, der Skandal ist, dass er die Unterhose noch anhat, sonst gibt's was zum Schauen. Was? Darf ich schon schauen, oder was? Der gehört gepudert und dich gepudert. Also bitte hört auf mit der Frivolität. Was genau hat die SVA Ihnen angetan? Also das Freche an der SVA ist eigentlich, dass sie kleine Freiberufler wie große Industrielle behandelt und umgekehrt. Ne? Die Großen nichts zu sehen. Wirklich ein Skandal, ja. Wir müssen jetzt marschieren gegen was auch immer. Oder wir gehen Darf jetzt alle... Darf ich noch was sagen? Was? Ich finde den jungen Mann so fesch. Ja, danke für das Kompliment, ja. Alfons, bist du? Alfons, bist du da hinter der Kamera auf der anderen Seite? Bist du da auf der anderen Seite? Alfons, ich kann dich hören. Alfons, ich glaube, der Alfons ist da drüben. Ich glaube, da verhungert gerade jemand blöd am Rathausplatz. Nächstes Thema Steuerreform. Komischerweise zu Gast bei mir Alfons Haider, der sich hier reingedrängt hat zu diesem Thema. Herr Haider, Sie wollen ja mit einem Modell Spenden statt Steuern. Sie wissen aber, dass das mit 10% gedeckelt ist, die Möglichkeit, Spenden abzusetzen in der Steuererklärung. Selbstverständlich weiß ich das. Ich habe mich erkundigt, man kann bis zu 10% seines Einkommens Zweck widmen, eben in wissenschaftliche Einrichtungen zum Beispiel. Aber im Falle eines Katastrophenfalls kann man rein theoretisch bis zu 100% seines Einkommens. Und ich würde sagen, unsere Regierung ist ein Katastrophenfall. Insofern kann ich mein gesamtes Einkommen so widmen, wie ich will. Zahle ich keine Steuern und ich bin glücklich und zufrieden. Und alle anderen das machen auch. Ja, also das ist mein Aufruf. Bitte, macht es. Alfons Haider, viel Glück dabei. Danke sehr. Ja, viel Glück sagt man üblicherweise ja dann, wenn man nicht glaubt, dass derjenige, dem man das sagt, sein Ziel erreichen kann. Aber was sagt die Politik dazu, ist meine Frage. Wiener oder Wienerinnen, es herrscht ein Unmut. Wir werden darauf reagieren, so wie es sich gehört, damit endlich die Goschnolz. Hiermit sage ich, man bringe den Spritzwein Michel, für die nächsten 5 Jahre. Michel, 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 Michel. Vielen Dank, Maschek. Dankeschön.